Sentinel 2-3. Das Verfolgungssignal ist am Ziel angebracht. Verstanden, 2-3. Wir haben Pandora schon im Visier. Voraussichtliches Ziel ist der Luftstützpunkt Rio Gallegos. Wenn Irons irgendwo auf dieser Hemisphäre einen Anschlag plant, wäre das die ideale Stelle. Wir müssen Pandora in internationalem Luftraum abfangen und eine kontrollierte Landung erzwingen. Koordinaten für das Luftrendezvous folgen. Verstanden. Mache sofort ein Team bereit. Das ist ein großer Schritt, Cormac. Sie werden Atlas direkt angreifen. Eine Arbeit im Schattenmeer. Absturz. Antarktis, 3. Januar 2060, Exotyp-Soldat und hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer WTLP und wir machen die nächste Mission hier. Wir machen die nächste Mission. Mal sehen, was jetzt kommt. Wow. Geil! Leute, da unten ist ein Chat. Magnetgriff aktivieren! Okay. Alles klar, Mitchell. Landen wir diesen Vogel. Den hier auch, oder? Nein, halt, ne. Ui, ich kann den überhaupt nicht steuern. Ja, geil, ey. Geht ja schon mal gut los. Einfach sich auf dem Flugzeug klemmen. Welche Ladung? Da drüben. Okay. Alter, geht das schwer. Okay. Bling. Blang. Blung. Okay. Wow. Wow. Scheiße. Was machst du da? Ganz einfach die Flügel ab. Bist du wahnsinnig. Das war echt knapp. Oh, schönen Dank. Darf ich jetzt fliegen, bitte? Oh, einfach mal die Flügel abgetrennt von den Flugzeugen. Warum auch nicht? Okay. Irgendeine Reaktion von Atlas? Wir verfolgen ihre Orbitalplattform. Bisher keine Aktivität. Bitte Update. Irgendwie sehe ich hier gerade nichts. Oh, Darwin. Darwin Gletscher. Sprenge jetzt das Shot. Yo. Das Schott gesprengt und sichert die Fracht. Achtung, alle Einheiten. Wahrscheinlich. Atlas-Einsatztruppe ist im Anflug. Transportkapseln näher. Ja, klar, kommen die gleich mit einer ganzen Armee da rein, ne? Pünktlich sind sie. Muss man ihnen lassen. Ja, das sind sie, das sind sie. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt doppelt hört. Ich habe meinen Fernseherarm. Ja. Ton. Man muss mal kurz leiser machen. So. Geht's ab, Dauerfeuer. Boah, Alter, lol. Was ist das denn? Hilfe! Es tut mir weh. Was? So. So, so. Da war gerade einer. Sollen irgendjemand folgen? Folgen wir mal der Dame. Ja. Klar. Logisch. Logisch, logisch, logisch. Ja, komm her, komm her. Beifuß. Alter, wie viele Leute das sind, ey. Sag ich doch, die kommen da gleich mit einer ganzen Armee an. Wir leiden schwere Verluste. Sentinel 2 schafft es nicht.
Ganz normal mit Schulchen, ne? Schlimm ist das. Munition. Gehört das zu uns? Doch, gehört das, sonst hätte ich noch angeschossen. Vielleicht auch nicht. Hallo. Hihi, Bücher. Wow. Oh, klar, ey. Logisch. Okay, neuer Versuch. Vers 30.877. Geht's auch tiefer, ne? Da will ich nicht gerade runterfallen. Wetten, ich muss hier hingehen, damit die vorlaufen. Sag ich doch. Muss reingehen. Was ist denn für eine Scheiße? Können die nicht einfach so vorlaufen? Oder sind die zu blöd dafür? Das kann auch sein. Boah, klar, sehen die so wie ein Feind aus hier, oder? Sonst hätte ich dich jetzt nicht umgeballert. Der da oben. So, Master. Es kann losgehen. Da oben steht aber keiner, Fräulein. Da stehen auch welche, aber nicht mehr lange. Nee, geht auf. Ach du Scheiße, ey. Gefällt dir irgendwie die offene Landschaft hier? Wunderschön. Sehr schön. Sehr schön. Nein. Leute. Ganz jetzt, Los. Drohnen. Los. Ja, klar, du kleiner Camper, ey. Wie im Multiplayer. Campen da auch alle fast. Komm an. Vollen Säcke. Ich mach ja Dauerfeuer. Wie so ein Bekloppter, ey. Ja, überrennt die Leute. Schieben! Halten sie, um zu schieben! Komm, Homeck! Ja, fein gemacht. So, jetzt kriegt er... Boah, klar, die haben Walker-Panzer dort. Ist logisch. Ja, klar, ASTs. Leute, ihr hättet euch das bisschen besser ausdenken sollen. Den Angriff, ey. Panzer, kommt die Straße runter! Rückzug! Es leben nur noch ein paar Leute. Du nicht mehr lange, Freund. Ja, lol. Wie hat die sich so schnell hierher teleportieren können? Was ist das denn für ein Scheiß? Oh nein, ich blute ein bisschen. Oh, alles bestens. Wow. Bitte komm. Hi, Digga. Von da oben sind wir gekommen. Wir sind zu tief. Logisch. Hier scheint eine Öffnung zu sein. Geht's hier runter? Nein! Ja, toll. Alles
Sein Bullshit. Punch in the face, punch in the face. Wir sind zu tief. Wir müssen einen Weg zur Fracht finden. Hier scheint eine Öffnung zu sein. Geht nicht kaputt. Aber kein G doch in, hä? Muss eine fette G da rein. Brechen wir auf. Frau Verfraff. Licht. Wow. Was 34,6 Grad? Oh, warum geht es jetzt so schnell runter? Was ist los? Was ist los? Macht mir Angst? Ja, da. Ja. Ich glaube, ich wäre mit dieser Temperatur schon längst unterkühlt. Ich weiß es aber nicht, aber ich denke mal schon. Mindestens bei 10 bin ich dann tot. Relativ gesehen. Oh geil, ist raus. Schnell weg hier. Ich habe nur 14,4. Ups. Fuck. Das war jetzt irgendwie nicht so geplant. Haben wir es irgendwie anders vorgestellt gerade. Wenn man schon mal sowas machen hat, dann richtig. Wenn dann richtig. Wenn dann richtig. Entweder kommt jetzt ein Goyard oder so. Nein. 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 Lol. Scheiß Goyard, ey. Gewusst. Oh, Alter, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen, Digga. Ja, lenk den ab, lenk den ab, lenk den ab. Es ist hier doch scheißegal. Ey, nimm die Knarre, Junge. Oh, du bist doch so dämlich. Nein, nicht runterrutschen. Ah, oh, klar, ey. Ach, sowas von klar. Au. Oh, fuck. Wir müssen irgendwie zurück an die Oberfläche. Sofort. Als auf Comic. Wir können versuchen, dem Wasser hier entlang zu folgen. Sieht nicht aus. So. Ich gehe vor. Mitchell. Okay. 13,1. Der Tunnel sieht aber übelst geil aus. Ein Tunnel hier, das hier. Wir sind unterkühlt. Hallo? Ja, klar. Unterkühlt schwimmen gehen. Bestes Beispiel. Willkommen. Hinter laufen jetzt noch Leute rum, damit wir noch ordentlicher sterben. Ich bleib doch nie unten, wir sterben bald. Wow, Slow-Mo Scheiße. Boom, boom, boom. Irgendwie nicht. Das war irgendwie nicht cool. Slow-Mo Scheiße. Kann schon Overdrive anmachen, hab ich das, Leute. Hihihi, da war ich Bücher. Oh, sorry, Alter. Du sahst so lebensecht aus. Ich will dich punchen. Oh ja. Nee. Ich wollte dir noch schlagen, ey. Ich wollte dir noch schlagen. Ey. Lass mich doch Leute schlagen, ey. Kann man übelst viel Kills am Sturm hier. Ja, ja, ihr kleinen Camper da oben. Ich kenne euch alle.
Nur Pikachu? Anscheinend schon. Jetzt hatte ich das Verdrängen, das lange nicht mehr umzuschießen, nicht gehabt. Doch, klar, ey. Elona, mach das alleine. Yeah. Ich hab das Gefühl, sie ist irgendwie umgefahren. Okay, Angriff! Rennen. Oh, klar kommt sie da mit Raketenwerfer rein. Was ist los mit den Leuten? Was ist los? Auf was schießt ihr denn? Da unten sind noch nur zwei. Wieder mehr. Put. Da ist er. Also, ja, ich kann die Gegner nicht auseinanderhalten, ne? Es geht irgendwie zur Zeit. So, perfekt. Steht auch perfekt hier rum. Je mehr mit Rotpunkt ich sehe. Hallo. Den will schlagen, danke. Ach du Scheiße. Erstens, das sieht geil aus, das hier. Zweitens, hier rutscht man runter. Drittens, das sieht auch geil aus. So. Alles schön. Wow. Zurück. Ja, du darfst vorgehen. Okay. Du läufst überhaupt nicht so dick an der Kante, wie es aussieht. Du stirbst auch nicht, du bist nur halb verreckt. Ja. Weiter geht's, yo. So, was gibt's denn hier Schönes? Runter. Ja, toll, danke schön. Hey, ich will ja nicht runter. Schönen Dank. Mach ich jetzt Scharfschützengewehrspiele oder was? Kann ich hier irgendwie mich so einstellen, dass ich die zwei mit einmal drin? Ja, das kann der WTP. Ja, das kann der. Oh! Bam! Mach die Leute fertig! Bam! Hallo? Mach die Leute fertig, bitte. Muss nachladen. Karriere als Scharfschütze fehlgeschlagen, ja. Boah, ey, wie easy ist das denn? Okay, eine Herausforderung. Langweilig. Okay, halbe Herausforderung. Trotzdem langweilig. Bam. Ziele erledigt. Wir können weiter. Hier runter. Ja, wo kennt denn da noch einer? Du lebst noch, tut mir leid, Digga. Das war nichts Persönliches. Ja. Oh nein, da kommen Feinde an. Töte sie. Wow. Nicht schon wieder. Oh nein, ey. Ich sag auch gerade nicht schon wieder, ey. Was soll das denn? Ich bin eigentlich schon tot. Lass mich doch endlich mal aus dem Wasser heraus. Nein, hier geht's nicht raus, Junge. Vertraut mir. Gideon? Atlas 1, bitte komm! Ja. Juarez und Michael sind tot. Was? Wow! Warum jetzt, Gideon? Kleiner Verräter. Es gab einfach zu viele Fragen. Ich musste selbst Antworten finden. Plant einen Präventivschlag gegen die Vereinigten Staaten. Er hat heimlich eine biologische Massenvernichtungswaffe entwickelt. Und wir sollen dir folgen. Keine Verräter bist du. Wären wir schon tot. Eins hat alles verraten, wofür ich einst stand. Ich will nicht hier die Erde bringen wie du, aber ich will eigentlich lol. Sofort. Eigentlich müsste ich hier reinfliegen, ja. Dann geh vor. Okay, weiter geht's.
Wo müssen wir hin? Natürlich muss ich immer wieder was aufnehmen. Ah, ja. Hier verstecke ich mich, okay. Auf dem Gitter. Das Tor rennt. Muss erstmal herkommen, der Digga. Ui, Scheiße. Los, hinrennen. Flacht. Was flacht? Oh, Scheiße, das Ding rutscht. Oh nein. Renn. Der Evakuierungstrupp ist da. Der kommt zur wow. Position. Die Fracht halten. Ja, genau, hol eins raus. Doppel A. Die konnten die Fracht nicht bergen. Schmeiß die Waffen weg, bevor das Ding wieder runterrutscht. Los. Genau. Go. Der Evakuierungstrupp ist da. Der hallo. Festhalten. Sichern? Ah, gerade noch so, Digga. Oh, das Ding hat's runtergerubbt. Heiliger. So. Wenn euch die Folge wieder gefallen hat, lasst irgendwas da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.